Auch heuer fand die beliebte SVS-Jugendgala im Multiversum statt. Der größte Sportverein Österreichs war sichtlich stolz auf seine vielen Talente und die dargebotene Show war einfach atemberaubend. Für die Nachwuchssportler ist es der besondere Event im Dezember. Endlich werden sie für ihre harten Mühen während des gesamten Jahres belohnt. Und heute ist es endlich soweit. Die 20. Jugendgala findet hier in der Sportstadt Schwechat statt. Und es darf so richtig gefeiert werden. Die Jugendgala ist einfach wichtig, dass man zeigt, welche große Vielfalt an Sportarten wir in Schwechat haben, von jung bis alt, und dass auch schon in den Volksschulen gearbeitet wird, dass einfach Bewegung Spaß macht. Was glauben Sie, ist das Erfolgsrezept von Schwechat, dass es so viele junge, talentierte Sportler vorzuweisen hat? Dass Schwechat so über die Grenzen hinweg bekannt ist im Sport, ist natürlich permanente Arbeit an diesem Thema Sport. Wir beginnen schon im Kindesalter. Also schon mit dem Kindergarteneintritt werden hier Kinder in die Sportschiene gebracht und auf ihr Talent, ihr mögliches Talent auch, wird darauf geachtet. Und weiterführend gibt es natürlich den Jugendsport. Und insgesamt wird der gesamte Breitensport hier schon großen Wert darauf gelegt, dass hier dementsprechend gute Arbeit geleistet wird. Wie stolz bist du auf deinen Preis? Ich bin sehr stolz auf meinen Preis. Ja. Welche harte Arbeit steckt denn hinter so einem Preis? Also ich trainiere zweimal in der Woche beim Verein und zu Hause trainiere ich auch. Und wie hast du denn deine Leidenschaft für das Tischtennis entdeckt? Ich habe vorher Tennis gespielt und dann habe ich einfach irgendwie zum Tischtennis angefangen. Ja. Und dann hat es dir gleich Spaß gemacht? Ja, und jetzt spiele ich schon, also erst in einem halben Jahr. Und bist schon so gut, dass du einen Preis bekommen hast? Naja, ich bin momentan, glaube ich, Nummer 4 von Österreich. In meiner Altersklasse. Was glauben Sie, ist das Geheimnis des Schwechater Sportvereins, dass so viele erfolgreiche Sportler hier angefangen haben? Die sehr guten Trainer und der, sage ich mal, das Herz der Funktionäre am richtigen Platz und auch der vielen Eltern, die hier mithelfen. Also ohne diese drei Komponenten wäre das nicht möglich. Ja, das ist meines Erachtens nach das SVS-Sportkonzept, das ist der Jugendsport, den wir in Schwechat anbieten. In allen Bereichen des Sportes, den es am Markt gibt, bietet Schwechat auch eine Gelegenheit, diesen Sport auszuüben. Ich glaube, dass hauptsächlich mal der ganze Trainerstab des SVS und das ganze Konzept sehr, sehr gut aufgebaut ist. Und ich glaube auch, dass in Schwechat sehr, sehr viele Nachwuchstalente sind, die viel Spaß daran haben, und deswegen glaube ich, ist das eigentlich eine sehr gute Sache in Schwechat. Es wird sehr viel für die Jungen, für die Kinder gemacht, damit sie wirklich viele Möglichkeiten haben, unterschiedlichste Sportarten auszuprobieren, und glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil typischerweise Buben, Fußball, Mädchen tanzen, aber wir haben in Schwechat so viele unterschiedlichste Sportarten, ja, so, und das finde ich wirklich wunderbar. Zuerst habe ich Fußball gespielt, 2 Jahre lang. Und dann wurde es mir langweilig. Ich habe mir eine neue Sportart gesucht. Dann habe ich Tischtennis ausprobiert und mir hat es gefallen. Und jetzt spiele ich schon circa 2 Jahre. Im Kindergarten, da sind einmal 2 Trainerinnen gekommen. Und die haben mit uns mal mit dem Luftballon begonnen. Und dann wollte ich einfach weiterspielen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt stehe ich schon da. Welche harte Arbeit steckt denn dahinter? Ich trainiere 5 bis 6 Mal in der Woche. Und immer 2 Stunden lang. Wann haben Sie denn die Leidenschaft für den Volleyballsport entdeckt? Boah, das ist schon lange her. Das hat in der Schule begonnen. Und ja, habe ich in der Schule Volleyball gespielt, dann bin ich in den Verein gewechselt und jetzt spiele ich immer noch. Und dann ist halt, hat mit Hallenvolleyball begonnen und jetzt eben auch Beachvolleyball dazugekommen. Und Sie? Wie haben Sie Ihre Leidenschaft entdeckt? Auch über die Schülerliga, aber es ist auch schon ziemlich lang her. Und ich habe auch nicht bei SVS angefangen, sondern ich komme aus Mödling und bin dann später zur SVS gewechselt, weil man da eben sehr gut unterstützt wird.
Welche Sportart fasziniert Sie am meisten? Ja, da bin ich erblich vorbelastet. Bei mir ist es der Fußball, der in meiner Familie schon immer eine große Rolle gespielt hat und dort finde ich mich auch selbst wieder. Und üben Sie den selbst aus? Nein, mit meinem Alter ist es besser, die Füße vom Ball zu lassen, da kommen nur Verletzungen raus.